Kapitel 15. Der König. Zwischen dem Vulnona und dem Luxio wechselten sich noch ein paar geladene Blicke. Doch das Ende des Gespräches stellte tatsächlich ein respektierendes Nicken dar. Wer hier sprach, war nicht, wie es einst Flamme war. Es waren keine Drohungen aus Zorn oder aus Missmut. Was Asche wollte, war, ein Pokémon zu schützen, dem er selber zu oft Unrecht getan hatte. Nach einem kurzen Moment wandte sich das Vulnona ab und setzte sich nahe am Rande des Felsvorsprungs nieder. So nahe, dass das spritzende Wasser vom aufprallenden Regen sein Fell bereits streifte. Er meint es gut, nimm es ihm nicht übel. Etwas erschrocken wandte Funkenherz sich wieder zurück zum Fukanon ihrer Seite. Sol, du bist wieder wach. Haben wir dich aufgeweckt? Ja, aber ich habe ohnehin genug geschlafen für heute. Ansonsten finde ich auch heute Nacht gar keine Ruhe mehr. Und wie viel hast du gehört von dem, was ich gesagt habe? Vor der Antwort stieß Sol Funkenherz spielerisch an die Schulter. Alles, was ich hören wollte. Die Erbin der anderen Welt blickte nur etwas beschämt zur Seite. Ihr beiden, entschuldigt mich bitte, ich möchte euren Moment nicht stören. Aber nun, wo du wach bist, Sol, wird Asche wohl bald weiterreisen wollen. Und ich wollte mich einfach mal dazugesellen. Vielleicht ein paar Worte wechseln. Setz dich. Gesagt, getan. Vielen Dank. Es folgte eine Phase, in der keine Worte gewechselt wurden, entgegen dem, was Darkrai gewollt hatte. Jemand, den Sol nur aus größten Legenden kannte, sich so gegenüber zu haben, während ihm die Worte fehlten, war eigenartig. Doch es erinnert hier an etwas, was Funkenherz ihm im Labyrinth gesagt hatte. Sie hatte gesagt, dass jedes Abenteuer schmerzhaft war, sonst gäbe es so viel mehr Helden. Und nun verstand Sol erst wirklich. Er hatte sich auf dieser Reise schon so oft nicht bereit gefühlt für so viele Dinge. Aber das war natürlich. Selbst ein Veteran wie Darkrai erlebte es wieder und wieder. Nach Jahrzehnten, nach Jahrhunderten, die er sich bereits dran gewöhnen konnte. Aber es gab Dinge, an die man sich wohl nie gewöhnen könnte. Es tut mir leid. Funkenherz, ich konnte es dir wohl noch nie mitteilen, genauso wenig wie dem Rest deiner Freunde und deiner Familie. Aber ich weiß doch schon, dass du für das Richtige gekämpft hast. Wenn, dann müsste ich... Wovon ich rede, sind nicht zwingend meine Taten. Auch, aber nicht nur. Ich habe euch so viel leiden lassen, euch so viel angetan und dann... nicht einmal das Ziel erreicht, welches diese Taten begründet hätte. Ich habe euch leiden lassen und dann einen Sieg verschenkt, den ich eigentlich sicher hätte haben müssen. Nun, so hatte Funkenherz die Lage noch nie überhaupt betrachtet. Und trotzdem kam es ihr komisch vor, dass Darkrai sich entschuldigte, wenn sie es waren, durch die er überhaupt verloren hatte. An dem Tag, an dem Weil es lebte, war ich der schlechteste Bote, der ich hatte sein können. Denn letztlich... Shinux. Ich hatte ihn als Waffe kreiert. Und es war nie mein Platz, ihn als mehr zu sehen. Ich hatte eine Aufgabe angenommen, für die ich nicht fühlen darf. Und habe meine Emotionen spielen lassen. Ich hätte den Krieg wahrlich in eine Situation gebracht. Ich war am Punkt, an dem ich nicht hätte scheitern können. Nicht, wenn ich es sicher gespielt hätte. Aber als Shinux gestorben ist, der für mich nicht mehr hätte sein dürfen als eine Waffe, habe ich mich von meinen Gefühlen leiten lassen. Ich habe mich offenbart und bin einen Kampf eingegangen, für den ich keinen Grund hatte. Also machst du dir Vorwürfe darüber, dass du Shinux als Sohn gesehen hast? Aber das ist doch nicht verwerflich. Er war ein Pokémon.
Das war er, aber... Aber ich hätte es nicht sein dürfen. Die Aufgabe, die ich hatte, war keine, die man mit Seele oder Verstand eines Pokémon bewältigt. Die Schlacht alleine gegen Unschuldige in einer verdammten Welt. Meine Emotionen waren mein größter Fehler. Aber... Und doch würde ich denselben Fehler wiederholen. Ich weiß es genau. Ich bin nicht herzenskalt genug für das, was ich tun sollte. Und deswegen bin ich heute hier. Um ein letztes Mal alles zu geben. Nachdem ich verstanden habe, dass ich nicht in der Lage bin, alleine zu kämpfen. Es tut mir leid, eine Situation zu erschaffen, in der ihr in diesen Krieg mit hineingezogen wurdet. In der ihr auf diese Reise gehen musstet. Aber ich hoffe, ihr seid bereit für die nächsten Schritte. Die letzten Schritte des Krieges. Und ich hoffe, so unwahrscheinlich es wirkt, dass wir es wirklich schaffen, eine bessere Zukunft zu kreieren. Natürlich können wir das. Wir können bestimmt meine Freunde davon überzeugen, was wirklich los ist und... Ich befürchte, das wird nicht möglich sein. Was? Warum denn das? Omegon hat... Omegon hat etwas angedeutet. Er dreht gerne Wahrheiten, doch ich weiß genau, er lügt niemals. Und er hat doch sehr stark angedeutet, dass es in den Reihen deiner Freunde jemanden gibt, der Omegons wahre Pläne kennt und trotzdem kämpft. Funkenherz schien etwas erwidern zu wollen. Doch bevor sie dies nur konnte, wechselte Asche überraschend das Thema. Wenn ihr alle dort von den Pokémon dort sprecht. Darkrai, du kanntest auch all die dortigen Pokémon nicht? Denn meine Flamme... Nein! Doch soll Inferno ist eine der wenigen Sachen, von denen Flamme sprach, die tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Zum ersten Mal seit seinem Erwachen erhob sich das Fukano und trat Asche gegenüber. Eure Flammen. Ja, an eurem Stamm erhaltet ihr diese ja nicht. Ich hörte, wenige Pokémon sollen wahrlich in der Lage sein, sogar mit diesen Flammen zu kommunizieren. Ist dies denn bei euch beiden der Fall? Du weißt davon. Inferno sagte mir, dass er die einzige solche Flamme sei. Aber nun... Nur ich trage eine solche Flamme. Nein, Asche, das tust du nicht. Herausfordernd blickte das Fukano auf seinen Bruder. Vielleicht hätte ich dich schon lange konfrontieren müssen. Aber mir war bewusst, dass Flamme wohl nicht zugehört hätte. Asche, ich habe keine Ahnung, ob dieser Inferno echt ist. Wenn er echt ist, habe ich keine Ahnung, was er ist. Aber er ist keine Flamme. Du hast gerade von Darkrai bereits gehört. Es gibt Flammen, die mit Pokémon sprechen. Und daran zweifle ich auch nicht. Daran könnte ich gar nicht zweifeln. Immerhin spreche ich schon seit Jahren regelmäßig mit einer von ihnen. Nun zeigte sich tatsächlich Neugierde im Blick des Vulnona. Du sprichst mit deiner Flamme. Warum hast du es nie erzählt? Wir haben so etwas nie für möglich gehalten. Eher für schädlich. Gerade da ich meine Flamme... Weißt du, ich hatte sie schon Jahre vor meiner Kriegerzeremonie. Bitte? Ich dachte, so etwas wäre unmöglich. Wobei sich die Dinge wohl auch geändert haben seitdem. Ich glaube, es obliegt mir nicht, die Lage zu erklären. Du redest vom König. Nun zeigte auch Darkrai klare Überraschung. Ich bin der Bote der Weltengeister. Selbstverständlich weiß ich von der Hierarchie der Flammen, aber... Aber du solltest das eigentlich nicht. Wer keine hat, sollte nicht einmal von den mächtigen Flammen wissen. Jene, die kommunizieren können. Und niemand sollte von der Hierarchie wissen. Erklärt euch. Egal wer von beiden. Dann tue ich das.
Gut also. Du weißt, jeder Krieger eures Dorfes erhält bei seiner Ernennung eine Flamme. Was im Vulkandorf übrigens genauso geschieht. Allerdings gibt es zwei Formen von Flammen. Die normalen und die mächtigen. Mächtige Flammen sind jene, die mit euch sprechen können. Diejenigen, die ein Pokémon beraten. Welche Pokémon eine solche Flamme erhielten, das bestimmte bis vor einigen Jahren ein Wesen, das sich selber meist als den König der Flammen bezeichnete. Es wird gemunkelt, dass zu Lebzeiten dieses Wesen sogar das Blut eines Weltengeistes in sich trug. Das Blut Lunalas, um genau zu sein. Allerdings schwand jener König vor vielen Jahren. Seitdem kommen die Flamone ihn zurecht. Das Verschwinden ist, so denke ich es, eine der frühesten Spuren des Verfalls durch Omegon. Wobei der König von euch Sterblichen ohnehin seit Ende des ersten Dorfes in der Wüste vergessen wurde. Zumindest dachte ich das. Aber soll sie das anscheinend anders? Nun lagen alle Blicke auf dem Fukano. Latira, Mew und Funkenherz verstanden sowieso nicht alles, aber auch Asche und Darkrai wüssten jetzt gerne mal mehr. Gut. Gut, dann bekommt ihr jetzt die Wahrheit. Die ganze. Darkrai, das Verschwinden des Königs. Omegon ist unschuldig. Nun, zu großen Teilen. Der König ist selber gegangen und hat seine Aufgabe den anderen Flammen gelassen. Er steht auch noch mit ihnen in Kontakt, aber er übernimmt nicht mehr seine eigene Rolle. Und es war seine eigene Entscheidung. Denn du hast eine Sache verpasst zu erwähnen. Trotz seiner Rolle und Macht ist letzten Endes auch der König in der Lage, als Flamme zu agieren. Er tut es nur nie. Fast nie. 7 Jahre lang ist der König verschwunden. Wisst ihr, weshalb ich mich immer schwer an einem Ort halten konnte? Warum ich reisen wollte? Ich wusste, es muss irgendwas da draußen geben. Größer als unser Dorf, in dem ich mich finden kann. Ansonsten hätte der König nie genug in mir sehen können, um mich als seinen Schützling zu erwähnen. Und deswegen weiß ich auch genau, dass dein Inferno keine Flamme ist, Asche. Wenn er das wäre, dann müsste Solgaleo, dann müsste der König es wissen. Aber nein, unter den Flammen gab es nie ein Vulpix. Die Stimme, welche Sol seit Jahren führte. Die Stimme, welche er vor seiner Konfrontation mit Funkenherz um Rat gefragt hatte. Das Fukano war erwählt worden. Von Solgaleo selbst, noch bevor er zum Krieger wurde. Der König der Flammen hatte großes Potenzial gesehen, welches Sol selbst hätte entfalten können, wenn er nie auf eine solche Reise aufgebrochen wäre. Denn Solgaleo ist nicht allwissend. Er wusste nie, dass so eine Reise in der Zukunft läge. Er hatte in Sol eher eine Kulmination aller Kriegerideale gesehen. Ein Pokémon, welches vielleicht der größte Dorfvorsteher hätte werden können, den es jemals gab. Aber dies trat nie ein. Stattdessen wurde Sol mehr. Das ist doch eine sehr gewagte Behauptung, oder nicht? Unser ganzes Dorf weiß nicht einmal von einer solchen Hierarchie. Und du behauptest, vom König dieser Hierarchie erwählt zu sein. Und das schon vor deiner Kriegerzeremonie. Und das ist unwahrscheinlicher, als dass deine Flamme angeblich einmal die Flamme eines Kriegers unter Omegon gewesen sei. Bitte. Bitte. Das hat dieser Inferno behauptet, Flamme. Ja. Und er konnte mir Dinge erzählen, durch die diese Geschichte nicht abzustreiten ist. Er kannte die Zweitwelt Omegons. Gut. Und doch kann er keine Flamme sein. Eine Flamme. Die Sage der Flamme. Asche. Du hast es noch nicht gehört, doch. Die Sage der Flamme war eine Lüge. Oder nicht wirklich.
Sie handelte vom ersten großen Krieg, von Omegon selber stammte sie. Und handelte von einem Pokémon seiner eigenen Reihen. Ein Pokémon, welches den Schlüssel zu meinem Ende bedeuten sollte. Asche. Ich glaube dir, dass es diesen Inferno gibt. Doch wenn du ihn wieder triffst, frag ihn doch einmal über Lord Ecke. Von allen anwesenden Pokémon gab es nur zwei, die diesen Namen wahrlich kannten. Nebenbei erhascht in Hörensagen, das hatten Sol und Flamme ihn auch schon, aber mehr nicht. Funkenherz hingegen. Lord Ecke? Aber du glaubst doch nicht, dass er die Stimme sein könnte, die mit Asche spricht, oder? Ich meine, er ist tot, seit... Nun, ich kenne zwar die Antwort, doch... Möchtest du Funkenherz vielleicht einmal erzählen, wie alt du denn überhaupt bist, Asche? Zwar verstand das Vulnona den Sinn nicht wirklich, doch... Was schadete es denn? Ich bin 19 Jahre und ein paar Monate alt, wenn die Monate wichtig sind. Nun, Funkenherz, was wolltest du gerade sagen? Fast 20 Jahre. So lange ist es her, seitdem Lord Ecke im Kampf gegen Weiles gestorben ist. Lord Ecke. Die Spuren zeigten sich klar und deutlich. Und Asche hatte ja gewusst, dass Inferno einst zu einem anderen Pokémon, einem Pokémon unter Omegon, gehört hatte. Aber langsam begann sich ein Puzzle zusammenzusetzen, das viele, die diese Geschichte hören, bereits schon lange gelöst haben. Inferno war keine Flamme. Flammen gab es nur im Weltenbaum des Forstes. Nein, Inferno war Lord Ecke selber. Irgendwie. Er konnte natürlich nicht das Pokémon sein, denn das Pokémon war tot. Und Pokémon lebten in niemandes Unterbewusstsein. Aber die Spuren zeigten alle zusammen. Nun, es würde wohl sehr bald Zeit werden, das Vulpix im Inneren mal auszufragen. Egal, was er nun wirklich war. Eine Flamme konnte er wohl nicht sein. Stattdessen war nämlich Asches Bruder auserwählt. Von der höchsten Flamme. Asche hatte sich doch schon immer gedacht, dass es keinen Sinn machte, ihn in die Rolle des Erwählten zu setzen, wenn es denn ein Pokémon wie Sol gab. Wobei, irgendjemand hatte ihn ja scheinbar doch erwählt. Es stand einiges bevor. Und auch das Ende der Reise in den Schatten.